und herzlich willkommen zu diesem Haul. Mal wieder ein Haul, denn ich habe mal wieder etwas für Eiko bestellt. Er brauchte Leckerlis, seine Rinderohren mit Muschel sind ausgegangen. Und die Rinderohren von Schecker, die schmecken Eiki eigentlich am besten. Deswegen habe ich wieder bei Schecker bestellt und heute ein ziemlich großes Paket bekommen. Und warum dieses Paket so riesig ausgefallen ist, das seht ihr jetzt in diesem Video. Viel Spaß damit! Zunächst einmal zeige ich euch einmal die Rinderohren, die Eiki am liebsten isst. Das sind diese hier von Schecker eben. Da sind immer 5 Stück in einer Packung und diese Rinderohren haben eben auch die Ohrmuschel dabei und das mag Eiki halt besonders gerne. Ich habe irgendwas im Hals. Ich finde auch diesen Preis einfach unschlagbar. Also für 5 Rinderohren, die gibt es eben in 5er-Packs abgepackt, habe ich sage und schreibe 2,49 Euro bezahlt. Und deswegen habe ich auch gleich 3 Packungen bestellt. Was mich ein bisschen wundert, ist irgendwie, ja, dass diese 2 Verpackungen, also zweimal sieht die Verpackung so aus und einmal irgendwie so, also irgendwie anders. Keine Ahnung, das Verfallsdatum ist identisch. Ja, egal. Solange sie identisch schmecken, ist alles in Ordnung. Dann habe ich für Eiko mal wieder diese wunderbaren Knorpelblätter bestellt. Diese Knorpelblätter habe ich ja schon mal bei Schecker bestellt, einfach weil sie, ja, das ist 100% getrockneter Kalbsknorpel und das hat Eiko total gut geschmeckt. Was ich auch schön fand, ist halt so, ja, diese Konsistenz, also wie das einfach halt ausschaut. Na, wie soll ich sagen? Am besten zeige ich es euch. Hier kann man das ganz gut sehen, also es ist halt irgendwie so sehnig, so fleischig, irgendwie sieht es sehr appetitlich aus. Und wie ihr seht, Eiki mag es auch total gerne. Eiki, möchtest du ein Stück? Sit? Ja, fein. Bitteschön. Das sind im Übrigen 500 Gramm Knorpelblätter für sage und schreibe 7,49 Euro. Ich spick mal eben. Ja, für 7,49 Euro. Außerdem habe ich mal wieder die Mikro-Training-Snacks mit bzw. aus Rind bestellt. Das sind diese hier, die hatte ich auch schon mal und ich finde an denen total schön, dass sie nicht so groß sind und relativ handlich eben und Eiko mag sie wirklich sehr gerne. Er, also mit dem, das Training mit diesen Snacks läuft halt wirklich sehr gut und ja, wir müssen da einmal gucken, dass das halt auch Leckerlis sind, auf die er abfährt, weil sonst hat er keinen Bock auf Leinführigkeit üben. Und mit diesen Snacks hier klappt das wirklich total toll. Jetzt gerade hat er dieses Knorpelblatt, deswegen reagiert er auf das hier nicht. Aber normalerweise, wenn man schon mit der Dose klappert, ist er schon so leicht angefixt und läuft direkt auf einen zu. 5,95 Euro für 160 Gramm. Ich finde, das ist in Ordnung. Dann gab es so ein Angebot, was ich irgendwie sehr interessant fand. 8 verschiedene Fleischstreifenstückchen aus 8 verschiedenen Tieren sozusagen. Und in einem, ja, so ein Testpaket sozusagen. Und da habe ich einfach mal zugegriffen. Es war runtergesetzt auf 17,70 Euro. Kam jetzt nicht in einem Extra-Paket, sondern war einfach so in dem Paket drin. Das sind die ganzen Streifen, 8 Packungen, das heißt 800 Gramm. Und wir haben hier einmal Hühnchen, Kamel, Kaninchen, Reh, Wildschwein, Pferd, Truthahn und Känguru. Ja, die werden wir mal nach und nach testen und mal schauen, auf was für Tiere Eiki so steht. Wahrscheinlich auf alles, denn eigentlich ist er jetzt nicht unbedingt so super wählerisch. Na, Eiki, kleiner, verfressener Hund. Ich habe noch etwas bestellt, worüber ich erst etwas länger nachgedacht habe, ob ich das wirklich machen möchte oder nicht. Aber dann war das eben auch noch passenderweise im Angebot, sodass ich nicht mehr allzu viel dafür bezahlt habe. Und zwar genau 12,99 Euro anstatt 19,99 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann werde ich zuschlagen. Denn Eiko liebt Bälle. Und zwar nicht nur kleine Bälle, sondern auch große Bälle. Und wenn Kinder Eiko ihren Ball anbieten, ja, hat Eiko damit ungefähr 2 Minuten Spaß und dann ist dieser Ball kaputt. Deswegen habe ich diesen roten Treibball bestellt. Der ist aus Hartplastik und ich denke mal, dass der nicht ganz so schnell kaputt gehen wird. Wir werden den Ball mal draußen testen und
er mag ihn auf jeden Fall sehr. Also er findet ihn super interessant. Und wir wollen diesen Ball eben in unseren nächsten Urlaub mitnehmen. Da haben wir ja ein Ferienhaus gebucht für den Sommer und haben einen ziemlich großen Garten dort. Und da wird dieser Ball hier auf jeden Fall zum Einsatz kommen. Richtig, Eins? Aber auch mal draußen, ne? Wir nehmen den Ball mal mit. Ja, ja. Und wie beim letzten Paket von Checker haben wir auch hier wieder einen Belohnungsmix als Gratisartikel dabei gehabt. So kleine Knusperhäppchen. Natürlich ist da viel Getreide drin. Klar, ist ja auch, sind ja so Hundekekse. Die bekommt Alko wirklich nur in sehr, sehr, sehr kleinen Rationen. Also die letzten Belohnungsmix-Tütchen sind noch nicht aufgebraucht, aber naja, die halten sich ja auch eine ganze Weile. Das war's jetzt mit diesem Haul. Es ist gar nicht so super viel gewesen, aber irgendwie dann doch in der Masse. Alko zockt gerade hier mit diesem riesen Ball in der Wohnung und zerlegt mir gleich die Wohnung hier. Alki, hast du Spaß? Hast du Spaß? Ja? Ja, Alko riecht gerade hier schon seine Öhrchen und die ganzen anderen Sachen. Gut, ich werde die Sachen mal einräumen, damit Alki hier nicht in Versuchung kommt, alles andere anzuessen. Macht's gut, meine Lieben. Das war's nun mit diesem Video. Tschüss!